eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Schön, dass ihr da seid. Wie ihr seht, geht es heute leider ein bisschen anders los, aus dem Auto direkt und auch Braunschweig gegen St. Pauli. Das sieht wie folgt aus, deswegen ein bisschen spontaner als sonst. Heute spielt, wie gesagt, schon Eintracht Braunschweig gegen St. Pauli. Ist ein bisschen kurios gelaufen und ein bisschen spontan. Ich sitze jetzt schon im Auto, Autobahn Richtung Braunschweig. Von Bremen sind das ungefähr 140 Kilometer, von meinem Standpunkt aus. Folgende Situation. Warum spontan? Weil eigentlich sollte Milan heute mit hin. Also ein Kumpel von uns, der Lasse, hat zwei VIP-Tickets gewonnen. Er wollte ursprünglich Milanovic mitnehmen. Der war aber gestern am Freitagabend beim Spiel Hoffenheim gegen Werder Bremen. Er wollte direkt hinfahren von Hoffenheim aus nach Braunschweig. Nun sind da alle Züge ausgefallen. Jetzt hat er mich kontaktiert, ob ich das machen möchte. Und ich habe normalerweise auch schon was vorgehabt, familiär. Ich muss jetzt hier tatsächlich im Firmenwagen nach Braunschweig fahren. Ist aber nicht schlimm, ist nur ein bisschen ungemütlich auf Dauer, aber das kriegt man hin. Wie gesagt, VIP-Tickets. Busse ursprünglich eingesprungen. Ich wollte ja eh schon immer mal einen Vlog machen von St. Pauli. Gegrüßt alle Pauli-Fans, die Werder-Fans natürlich auch. Ja, deswegen spontan mich dazu entschieden, hier ins Auto zu steigen, nach Braunschweig zu fahren. Dort werde ich mich mit den Lasse treffen und dann werden wir hoffentlich einen schönen Abend haben. Oder beziehungsweise Nachmittag. Abend ist es ja gar nicht. Fahrzeit, wie gesagt, ungefähr 11.40 Uhr werde ich wohl da sein, wenn das ohne Stau ist. Es ist jetzt 10.12 Uhr, also knapp 1,5 Stunden ohne Stau. Ich berichte. Achso, und nochmal kurz zur Erklärung für alle Leute, die es nicht wissen und die auch neu sind auf dem Kanal. Milanovic ist mein Sohn. Der fährt wirklich jedes Spiel hin, Auswärtsspiel, egal wo, wenn er nicht krank ist. Bis jetzt, glaube ich, war das jedes Spiel leider mitgemacht. Als Belohnung dafür, dass er direkt fahren wollte, fallen die Züge aus und die arme Sau kann echt nicht dahin. Ja, das tut mir auch echt leid für ihn, das hat er eigentlich echt nicht verdient. Er sitzt jetzt, wie gesagt, fest, aber die Mutter ist bereit, ihn abzuholen. Die fährt jetzt nach Kassel, ich glaube, der sitzt in Kassel gerade fest. Die fährt jetzt mit dem Auto, holt ihn ab und ja... Leider, lieber Milan, hast du Pech gehabt, aber das ist mein Glück, was soll ich sagen? Sorry. So Leute, es ist soweit, ich bin da. Guck, da ist das Stadion. Jetzt muss ich nur noch einen Parkplatz finden. Das ist jetzt 12 Uhr. Ich habe endlich einen Parkplatz gefunden. Das Problem ist, 2,4 Kilometer Fußmarsch noch. Also ich denke mal, ich werde es wohl schaffen, aber mal wieder sehr knapp. So sieht das hier aus, Leute. Warte. 12.43 Uhr. Das ist übrigens der Lasse, den habe ich das übrigens zu verdanken, dass ich hier bin. Nochmal schönen Dank für die Einladung. 13.30 Uhr geht's los, wir müssen nur mal Plätze suchen und dann geht das ab. 43 sogar. Eingang. Stadion und da geht's gleich rein. VIP-Bereich, Bus ist drin. Das ist natürlich nochmal das Buffet. So sieht die Ecke hier aus. Hier gibt's richtig schöne Sachen zu essen. Für jeden was dabei. Also Essen war hier echt mega. Beziehungsweise ist mega. Für alle was dabei. Ja, Mann.
weiß, was ihr hört, das sind die Pauli-Fans. Hört ihr die? Wahnsinn! Also Leute, Halbzeit, Braunschweig Pauli 0-0, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Hoffen wir, dass die zweite Halbzeit besser wird, so wie die Fans von Pauli, die geben richtig Gas. Ja, zerfahrenes Spiel, bis zum 16er Jahr, dann war vorbei. Ja, ich will jetzt erstmal was essen, was sollen wir machen. Ich hatte kurz was gegessen, aber ich wollte da jetzt nicht filmen im VIP-Bereich, weil ich nicht weiß, ob die da gefilmt werden wollen oder nicht, da kam ich mir ein bisschen komisch vor. Gestärkt bin ich! Weiter geht's. Wieder, ne? Da bleibe ich mir treu, auch wenn das ganze Stadion hier steht. Ich nicht. Darf ich auch noch was sagen?
fuck. Leider hat es mit dem Sieg nicht geklappt von St. Pauli, trotz 1-0 Führung doch noch verloren, leider. Der Glücksbringer Sascha B. hat sich nicht bezahlt gemacht, deswegen ja, kann man nichts machen. Werde ich mir noch so ein bisschen den Magen vollschlagen, bevor es auf dem Weg nach Hause geht. Ansonsten, Leute, hat euch das Video gefallen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal für weitere Vlogs und ja, nächster Vlog tatsächlich Werder gegen Mainz. Also Leute, bleibt gesund. Ciao.